Das ist Stefan, er ist 24 Jahre und Techniker. Sie heißt Ani, 22 Jahre Zahnmedizinstudentin. Christina ist 38 und Kindergärtnerin. Und Vanessa ist 24. Zusammen sind sie wirklich beste Freunde. Diese Clique macht zurzeit die Urlaubsinsel Mallorca unsicher. Und ich glaube, wir haben jetzt alle mal gleich Spaß. Eine Woche lang Meer, Sonne und Shopping. Wo ich gerade vor dem Trinken stehe, ich glaube, ich nehme mal was zu trinken mit. Wollten wir nicht auch noch einen kleinen Ball mitnehmen? Haben wohl dann doch ein bisschen mehr ausgegeben, als wir gedacht haben. Der erste Urlaubsstreit. Ich sag jetzt erstmal nichts zu deinem Fastlane. Was denn? 120 und ich fahr 60. Ich versuch dir, Schatz, alles okay. Eine Strafe kostet das Fünffache wie in Deutschland. Ja. Und die wohl schönste Liebeserklärung. Also ich mache ja sehr viel für Vanessa, weil ich sie so extrem liebe. Also ich habe am liebsten schon gestern geheiratet. Wir sind dabei, wenn vier beste Freunde Urlaub machen. Das zeigt eine Verbundenheit und einfach die geile Zeit. Jetzt in Sieben Best Friends! Mallorca, Playa de Palma, 4 Millionen Deutsche kommen jährlich hierher. Auch Vanessa möchte das Meer erleben. Im Wasser hat sie allerdings Probleme. Die 24-Jährige sitzt seit ihrer Kindheit im Rollstuhl. Ihre Beinmuskeln sind verkürzt. Sie kann nur wenige Schritte laufen. Um im Wasser gemeinsam mit ihren Freunden Fun zu haben, müssen Alternativen her. Ich möchte jetzt eine Luftmatratze haben, auf der ich chillen kann, während die anderen auch im Wasser sind. Das Pärchen wird fündig im kleinen Strandsupermarkt ums Eck. Das ist das doch, was du haben wolltest, ja, ne? Genau. Wie teuer ist denn das? 30. Aber ist voll in Ordnung für die Größe. Eigentlich wollten die beiden nur eine Luftmatratze holen. Plötzlich sind sie im Shoppingrausch. Ich finde den schön. Wo ich gerade vor dem Trinken stehe, ich glaube, ich nehme mal was zu trinken mit. Wollten wir nicht auch noch einen kleinen Ball mitnehmen? Guck mal, der ist auch schön. Also ich kann auf jeden Fall meiner Freundin auch was abschlagen. Aber meistens mache ich es dann doch nicht, weil sie dann doch immer mich so mit den lieben Augen anguckt. Und dann sagt sie immer, wer das haben? Und dann sage ich, ja komm, nimm's mit. Dann ist aber auch glücklich den ganzen Tag über. Der Dackelblick ist meine Masche, um was zu kriegen. Ich bin nicht kaufsüchtig, aber im Urlaub habe ich ja dafür gespart, dass ich mir auch die Sachen holen kann, die ich haben möchte. Ich meine, zu Hause ist das klar, es ist was anderes, da gucke ich immer auf mein Geld. Zu Hause in Düsseldorf ist Vanessa sparsamer und achtet auf gesunde Ernährung. Der angehenden Erzieherin kommt nicht alles in den Einkaufswagen. Ich entscheide meistens, was wir kochen, weil bei Stefan wird es quasi Pizza oder Nudeln geben. Aber ich brauche auch schon meine Paprika und mein Obst und mein Gemüse. Und ich habe oft das letzte Wort. Da Vanessa nur das tragen kann, was in ihren Schoß passt, gehen beide meist gemeinsam einkaufen. Schatz, kannst du mal kommen, bitte? Ja, bitte. Kannst du die mal nehmen? Bitte. Okay, mein Schatz. Ausnahmsweise mal. Meistens macht Vanessa alles selber. Sie packt einfach die Sachen in die Hand, gibt sie mir und ich packe sie einfach in den Einkaufswagen. Sonst laufe ich eigentlich nur hinterher. Aber auch ohne Stefan kommt Vanessa klar. Wenn ich dann doch mal oben ran muss, dann stehe ich erstmal auf und gucke, bis wo mein Arm reicht. Und wenn er dann nicht reicht, dann suche ich mir Hilfe und frage dann irgendeinen Passanten, ne, der irgendwie gerade in meiner Nähe ist. Zurück im Beachshop an der Playa de Palma. Hier hat das Pärchen noch ein Souvenir entdeckt und schlägt erneut zu. Wir kaufen jetzt für unsere Clique einen Mallorca-Armband, damit jeder sieht, wir gehören zusammen und wir haben zusammen Urlaub gemacht. Eine Luftmatratze, 4 Armbänder, ein Handtuch, Getränke und einen Wasserball später zeigt sich Vanessa einsichtig. Haben wohl dann doch ein bisschen mehr ausgegeben, als wir gedacht haben. Den genauen Preis verrate ich jetzt nicht. Ich habe hier ein Budget, ich habe mein Taschengeld zusammengespart und natürlich haue ich das dann auch ein bisschen auf den Kopf. Die 4 Freunde sind zum ersten Mal gemeinsam im Urlaub. Aber die Clique ist perfekt aufeinander abgestimmt. Jetzt helfen sie Vanessa erstmal gemeinsam auf die wackelige Luftmatratze. Vanessa kennt Christina von der Arbeit. Trotz 14 Jahren Altersunterschied war es Freundschaft auf den ersten Blick. Ich hab nicht gedacht, dass sie uns so aushält. Und ich glaube, wir haben jetzt alle mal gleich Spaß. Ani hat Vanessa vor 7 Jahren beim Abi kennengelernt. Seither sind sie Freunde fürs Leben. Ihre Art einfach, die ist so liebevoll, die ist so positiv, die ist immer am Strahlen, am Lachen. Es gibt dann auch noch mal irgendwie Energie, wenn die Freunde ja auch noch so fröhlich immer sind. Gegenseitiges Helfen, Unterstützen und dazu sind wir auch Freunde. Und für ihre Freunde hat Vanessa noch ihre Überraschung parat.
mitgebracht. Damit wir unseren Urlaub sehen. Danke. Das zeigt eine Verbundenheit. Ich nehme was Tolles mit aus dem Urlaub, wo wir zusammen waren. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, erinnere ich mich an uns. Und einfach die geile Zeit. Von einem der schönsten Strände Mallorcas geht es mit dem Mietwagen zurück in die Ferienwohnung. Trotz zweijähriger Beziehung gewöhnt hat sich Stefan an die Fahrgewohnheiten seiner Freundin noch immer nicht. Ich sag jetzt erstmal nichts zu deinem Fahrstil. Ich wollte nur sagen, wenn du Hubbel kommst, sollst du es selber merken. Ich hab doch gebremst. Nein, sag doch nur nein, ich, für die Zukunft. Was denn? 120 und ich fahr 60. Rechts war Gebot, rechts niemand schneller als links. Ja, das stimmt. Ich versuch dir, Schatz, eine Strafe kostet das Fünffache wie in Deutschland. Ja. Zu Hause in Düsseldorf hat Vanessa ihr eigenes Auto. Seit 5 Jahren fährt sie damit unfallfrei. Auch hier kann Stefan sich bei den Fahrkünsten seiner Freundin manchmal nicht auf die Zunge beißen. Also wenn ich mit dem Stefan Auto fahre, hat er öfters mal einen Spruch locker. Tat aus dem Führerschein. Hier musst du nicht aufpassen, sonst passiert echt ein Unfall. Warum benutzt ihr nicht den Bürgersteig? Weil sie ja nur gelacht haben. Aber ich glaube, das ist so ein allgemeines Männerding, dass die Männer den Frauen immer sagen müssen, wie sie Auto zu fahren haben, wie sie zu parken haben, weil sie es ja sowieso immer alles besser können als die Frau. Jeder macht halt Fehler beim Fahren, ne? Deswegen. Aber wenn es dann halt mal sowas ist oder so, dann ist es klar, dass man natürlich dann mit demjenigen diskutiert, ne? Und wenn ich so schlecht Auto fahren würde, dann hätte ich gar nicht die Fahrprüfung bestanden. Trotz körperlicher Behinderung ist Vanessa seit 5 Jahren im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Prüfung hat sie auf Anhieb bestanden. Der Weg bis dahin war schwer, vielleicht schwerer als bei manch anderen. Ja, ich brauchte Atteste, Neurologe, ich musste einen Bremstest machen, Reaktionstest vom Orthopäden. Und ja, dann haben sie gesagt, alles klar, wir probieren es, wir machen. Und es hat ja dann auch geklappt. Zurück auf Mallorca. In der Ferienwohnung bereiten sich die 4 besten Freunde auf ihren Partyabend vor. Jeder auf seine Art. Könntest du mir bitte beim Ankleiden helfen? Aber natürlich. Da, nee. Das hier? Nein, da vorne. Oder doch? Doch, nee. Ja. Das hat jetzt nichts mit Dirigieren zu tun oder mit Bedienen, aber ich kann mich jetzt nicht bücken, weil sonst hänge ich kopfüber im Koffer. So, da reinlaufen. Und deswegen, ja, gebe ich da noch ein paar Anweisungen. Stefan und Vanessa sind ein total eingeschweißtes Team. Es läuft, jeder weiß, was er zu tun hat und Vanessa ist in sehr guten Händen. Ich kann nicht die Vanessa ohne Stefan vorstellen und Stefan ohne Vanessa. Für mich, die beiden sind schon verheiratet miteinander. Ein eingespieltes Paar, das sich vor 2 Jahren über eine Dating-App kennengelernt hat. Also ich mache sehr viel für Vanessa, weil ich sie so extrem liebe. Also ich habe am liebsten schon gestern geheiratet, bin aber ein sehr altmodischer Mensch und ich frage immer erst den Brautvater, ob ich sie überhaupt heiraten darf. Und der hat momentan gesagt, dass es ihm einfach noch zu früh ist, dass ich einfach ein bisschen standfester im Leben stehen soll, aber sonst würde ich sie sofort heiraten. Stefans Jobsituation ist unsicher, auch Vanessa ist derzeit noch in der Ausbildung zur Erzieherin. Beide unterstützen sich gegenseitig. Das ist natürlich so schön, um wahr zu sein, wie sehr wir uns lieben. Ja, und da bin ich auf jeden Fall froh, dass ich den Stefan habe und ja, dass er wirklich alles für mich tut. Oh, große Liebe, große Gefühle. Na dann, auf zum gemeinsamen Partyabend. Standesgemäß in Pumps mit 10 cm Absätzen. Ungewöhnlich für eine Frau mit ihrem Handicap. Eigentlich sollte ich hohe Schuhe nicht tragen, weil sonst kriege ich Muskelkater in den Oberschenkel. Na, mit diesem Outfit steht der Party nichts mehr im Weg. Und morgen... Die Truppe checkt den Party-Hotspot der Insel und lässt es im Club ordentlich krachen. Auch Vanessa hat Spaß. Mit einem anderen Mann. Und lässt Stefan draußen allein zurück. Was ist denn da los? Deswegen ist schon eine Herausforderung, überhaupt hier zu sitzen. Und Vanessa wird beim Feiern angepöbelt. Ja, da hat eben irgend so ein Typ Vanessa halt beleidigt gehabt. Jeder Mensch würde da ein bisschen kochen einfach. Wie die 4 Freunde sich dadurch trotzdem nicht den Urlaub vermiesen lassen, morgen in Ziemlich Best Friends hier bei TAF.